ich und meinst du und gesund und ne? Einfach, dass ich einfach gemacht habe und mich nicht, ich habe nur erzählt, was ich mache und gemacht. Punkt. Ich habe nicht gesagt, du musst es auch so machen. Als sie zum Beispiel, meine Mutter war krank, die hat Diabetes gehabt, hätte ich ja am liebsten rechts und links, ja, mach doch mal was. Ich weiß, hier, guck, lest das Buch oder das oder mach so. Ich hätte ihr alles sagen können. Ich habe nur gesagt, du, ich habe gelesen von, da hat auch Diabetes. Hör mir auf mit dem Scheiß, ich kann das nicht, ich kann keine Orangen essen, weil, und dann hat sie auch noch Zucker, sie kann da nicht so viele Früchte essen, deswegen kann sie keine Rohkost machen. Lauter so komische Dinge, sieht sie jetzt heute ein bisschen anders. Also, was ich damit sagen will, es geht nur um dich. Es geht immer nur um dich. Also, wenn du dich entscheidest, bei dir zu bleiben, ich weiß, es ist nicht einfach, glaub mir es. Ich habe auch oft, bin ich gegangen und hätte schreien können, ja. Oder ich hätte es auch oft packen können, mein Sohn genauso. Mein Sohn hat die Phase, ich esse nur Käse und Nudeln zurzeit. Er hat anders gelernt, hat aber keinen Bock dazu. Auch den können die schütteln bis sonst wohin. Aber es ist nicht mein Weg und es steht mir auch nicht zu, über seinen Weg zu urteilen. Er ist 23. Ja? Also bleib bei dir, sei, es ist egal. Auch hier kann ich, die Antwort ist im Grunde auch hier. Komm zu dir und frag dich, was du wirklich willst. Nicht, was ich zum Beispiel jetzt hier gesagt habe oder so, sondern hör auf dich. Will ich wirklich zum Beispiel Rohkost leben oder will ich wirklich, ist das meine Berufung und so weiter und so fort. Und dann das auch so zu machen für dich. Auch mit der Konsequenz, dass sich manche vielleicht auch aus deinem Leben verabschieden. Aber glaub mir, das stimmt nur bedingt. Also die meisten laufen mit, die kommen dann hinterher. Also in meinem Umfeld gibt es jetzt viele fast Rohköstler, Vitamix, ich glaube, ich müsste eigentlich einen Laden aufmachen mit Vitamix, weil viele schon Vitamix haben, weil sie das so toll finden. Also es ist Lifestyle auch bei Freunden von mir. Das sind alles, die meisten sind keine Rohköstler. Ja? Also dieses bei sich bleiben und einfach dein eigenes Ding machen, soweit es dir möglich ist. Es ist, wie gesagt, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber es wird einfacher. Und das Coole ist, dass dann irgendwann Leute zu dir kommen und sagen, hey, bei dir ist ja alles so einfach. Viele sagen zu mir, ja, bei dir funktioniert es, deine Familie ist ja einfach, die kennen sich ja aus jetzt, ja, und die trinken ja auch die grünen Smoothies. Ja, ich habe auch andere Jahre hinter mir. Hilft dir das? Aber nicht einfach, ne? Aber das ist genauso, im Grunde weißt du das. Ja, also dieses, und es ist wichtig, dich natürlich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, beziehungsweise, setzen ist ein blödes Wort, aber sich mit Menschen zu treffen, die gleichgesinnt sind. Dass du einfach auch ein bisschen im Außen gestärkt wirst. Deswegen finde ich so soziale Einrichtungen finde ich ganz gut oder auch Social Networks, ja, also Facebook finde ich da wirklich ganz gut, weil man sich einfach auch von anderen inspirieren lassen kann und sieht, dass der in Berlin ja genauso denkt wie du hier, ja, in Neuedingen, ja, und sich dann auch so hier auf so Events auch zu treffen und das dann auch sich auszutauschen. Also ich bin auch zum Beispiel, wenn ich Vorträge oder Workshops auch mache, mir ist es immer ein Anliegen, dass sich die Teilnehmer untereinander vernetzen. Die sollen, also die sollen einen Vortrag, Workshop bei mir machen, dann sollen sie gehen und dann sollen sie untereinander irgendetwas machen. Ja, und dadurch entstehen dann ganz tolle Dinge. Und es ist sowas dann entsteht so Schneeballsystem. Und glaub mir, du bist diejenige in deiner Familie, die deine Familie oder deinen Freundeskreis dazu animiert, sich Gedanken über sich selbst zu machen. Das ist so interessant, dass die Außenseiter, die sozusagen das die ganze Zeit ja immer als Außenseiter gelten und immer irgendwie, weißt du, so ja, schwierigen Stand haben, dass diejenigen sind, die sozusagen immer vorausgehen. Und die vorausgehen, die haben es immer schwer. Ja, das ist immer schwer. Aber glaub mir, du inspirierst andere. Vielleicht nicht jetzt. Jetzt ist es vielleicht so, die übrigens am meisten mit dir streiten, ja, glaub mir, das sind deine besten Freunde irgendwann. Ja, die sagen, ja, aber das geht doch nicht und du fehlt dir doch das Eiweiß und was weiß dann ich und das Eisen und keine Ahnung, was einem alles fehlt. Ja, also jetzt bezogen auf die Rohkost. Oder auf das Thema Berufung. Hey, es ist zwar schön, ja, von der Berufung zu reden, aber Geld verdienen kannst du damit nicht wirklich. Ja, sehe ich verhungert aus? Sehe ich arm aus? Ja, also das ist, was?
Das war, ich habe auch gedacht, weiß nicht. Ja. Also es ist spannend. Und auch hier ist die Antwort, die eigene Seele zu hören. Ja, also wirklich in die Stille zu gehen oder die Möglichkeiten zu finden, wie komme ich überhaupt an diese, also an mich selbst? Also wie höre ich meine innere Stimme überhaupt? Ja, da gibt es verschiedene Wege. Aber ich habe jetzt die Befürchtung, dass wir das leider nicht zeitlich mehr hinkriegen. Wie viel Uhr ist denn jetzt? Habe ich dreiviertel Stunde oder Stunde? Dreiviertel. Ne? Was? Okay, dann, wenn ihr Lust habt, dann würde ich sagen, wenn ihr, also um 16 Uhr habe ich nochmal einen, dann würde ich das damit einbauen. Dann mache ich es aber ziemlich früh, dann können wir darum was machen. Also brauchen wir schon. Bitte? Also ich wollte was ganz Praktisches mit euch machen, dass er sozusagen wirklich mal in die Stille kommt. Ja, also sowas wie eine kleine Meditation und auch wirklich, dass ihr eure innere Stimme hört. Ja? Nee, das können wir nicht. Das können wir nicht wegen. Echt? Okay, dann riskiere ich das jetzt mal kurz. Okay, dann habt ihr alle Lust dazu, ja? Okay, dann. Was? Okay, also derjenige, der möchte, der schließt jetzt bitte die Augen, setzt sich bequem hin. Am besten mit beiden Beinen wirklich so fest auf dem Boden. Ja? So, und kommt ein bisschen zur Stille. Konzentriert euch auf euren Atem. Und stellt euch bitte vor, ihr atmet Liebe ein. Lasst diese den ganzen Körper durchfluten. Stellt euch vor, die Liebe durchflutet jede Zelle in eurem Körper. Und ihr atmet Blockaden aus. Ihr atmet Liebe ein. Lasst den Körper durchfluten. Und Blockaden aus. Und nochmal. Liebe ein. Blockaden aus. Genießt das Atmen nochmal. Lasst euch nicht durch sonstige Geräusche verwirren. Konzentriert euch auf euch. Und stellt euch bitte vor, ihr nehmt ein großes Sieb über eurem Kopf und zieht dieses Sieb durch euren Körper und siebt somit alles heraus, was euch daran hindert, eure Glaubenssätze, die euch hindern, zu erkennen. Siebt alles heraus und zieht dieses Sieb durch euren Körper. Beginnend bei eurem Kopf, geht weiter in den Halsbereich, in den Oberkörperbereich und weiter im Bauchbereich, Unterleib, die Beine, zieht runter bis zu den Füßen, nehmt das, was ihr herausgesiebt habt und lasst es los, ihr braucht das nicht mehr. Und jetzt möchte ich euch bitten, euer Stirnchakra, welches sich mittig auf eurer Stirn befindet, bewusst zu öffnen. Es geht darum, dass ihr hinter die Dinge schaut und erkennt, um was es wirklich geht. Und aus diesem Zustand heraus
Stell dir jetzt eine Frage, welche auch immer ihr möchtet, an eure Seele und lasst die Antwort zu. Egal was jetzt hochkommt, nehmt es auf. Lasst euch gerade einen Moment dafür Zeit. Nicht nachdenken, sondern hochkommen lassen. Und jetzt bedankt ihr euch. Lasst die Augen noch kurz geschlossen. Ihr dankt für die Antwort. Und ich lese euch noch ein kleines Dankesgebet vor. Danke für die schöne Spielwiese, welche sich Leben nennt. Danke. Danke für die Wunder des Lebens. Danke. Danke für die Schönheit, welche mich ständig umgibt. Danke. Danke für alle Menschen in meinem Leben. Danke. Danke für alle Probleme und Herausforderungen in meinem Leben. Danke. Danke für den Reichtum in meinem Leben. Danke. Danke für die Fülle in meinem Leben. Danke. Danke für die unendlichen Möglichkeiten, mich zu entfalten. Danke. Danke für das Hören und Fühlen meiner Herzenswünsche. Danke. Danke für die großartigen Gaben, welche durch mich zum Ausdruck gebracht werden. Danke. Danke für das Geschenk, das ich für mich und mein Umfeld bin. Danke. Ich danke euch. Danke.